Howdy, folks, and welcome zurück to Coral Island. Küchengeräte kommen bei Pfann und Stiel vorbei und sieh dir unsere Küchengeräte. Jedes davon hilft dir, verschiedene Gerichte zuzubereiten, verfeinere deine Kochkünste und erweitere deinen kulinarischen Horizont. Ich dachte, du hättest vielleicht gerne etwas Gesundes zu essen, um dich für den Tag zu stärken. Bleib gesund. Playername Alice.
ist doch cool, nein, danke, nein. Das ist doch cool. Finde der Raps in der beste Zeit. Oh, wollte einen Strand mit dem Verfangen. Dachte, ich würde es mögen. Der Herbst ist wirklich schön, nicht wahr? Wunderschön. Antonio und ich sind im Herbst immer in Konzerte und zu Musikfestivals gegangen. Ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Denn jemanden würde einmal ein warmes, spritziges Getränk mit getrocknetem Kürbis erfinden. So schön ein bisschen kompliziert, das Ente-Dank-Fest zu organisieren. Beim Fest habe ich dann immer so viel Spaß. Es fühlt sich an, als wäre es eine Belohnung für die harte Arbeit. Und zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Bei diesem frischen Herbstwetter arbeitet es sich draußen noch einfacher. Das Beste am Herbst sind wirklich die Süßkartoffelchips. Klar. Gibt es ja auch in anderen Jahreszeiten, aber im Herbst sind sie einfach besser. Ein Rezept für einfaches Mittagessen. Kurz angebratener Mangold. Ja, sieh dir das an, ich danke dir. Wie tut der Kopf, es ist das Licht. Uff.
Ja, St. Gallen ist echt gut gegen den Muskelkater. Singe, um meine Seele zu beschwichtigen. Hoffentlich ist es, hat es denselben Effekt, auf jeden Fall. Großartig, ich danke Ihnen. Müssen mich nicht fragen. Du kennst meinen Sohn Maku. Ja, er kommt an den Wochenenden hierher. Manchmal ist er drei, die einzige Seele, die ich die ganze Woche sehe.
sag mal, zum Herbst. Wetter, das Ding so, glaube ich. Weiß, das klingt vielleicht komisch, aber ich will nur sagen, dass manchmal einige Dinge keinen Sinn machen. Und das passt schon so. Oh, du bist so jung. Dein ganzes Leben liegt noch vor dir. Möchten Sie mal Kuchenfest veranstalten? Ah. Das Mondkuchenfest. Eigentlich ist das Erntedankfest. Wenn ich nicht auf meine Mama aufpassen würde, wer würde es dann machen? Ich finde, der Herbst ist total, ganz egal. Oder jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie. Hey. Danke, dass du auf diesem Grundstück deinen Schutt weggeräumt hast. Ich habe ein paar Mal Pipak dekoriert meinen Wagen. Ich habe kein Händchen für all das künstlerische Zeug. Es ist mal was ganz anderes, nicht wahr? Hier draußen ist es ziemlich kalt, aber der Ozean ist immer noch warm. Wie ist das möglich? Es ist so aufregend, wenn ein Fisch anbeißt. Und bestimmte Köder helfen dir dabei, einen besonderen Fang zu machen. Da es nun Herbst ist, kann Mama aufhören, Mondkuchen zu backen. Nicht, dass ich das wollte. Im Wald lasse ich am liebsten meine Seele bauen. Nicht, dass ich das Meer nicht mag. Vor allem in diesen Jahreszeiten wächst viel Essen. Du bekommst Hunger, du kannst nach viel Nahrung suchen und ein Lagerfeuer machen. Vielen Dank. Vor ein paar Jahren im Herbst habe ich mich freiwillig gemeldet, Gruselgeschichten an der Schule vorzulesen. Aber ich wurde nie wieder dazu eingeladen. Ich glaube, es hat Ihnen nicht besonders gut gefallen. Meine Mutter ist vor einigen Jahren im Herbst gestorben. Deshalb ist das immer eine schwierige Reisezeit für Theo und mich. Zugegeben, es ist einfach gut darin, seine Emotionen zu verbergen. Denkst du nicht, dass Jazz die perfekte Hintergrundmusik für den Herbst wäre? Ich liebe Jazz, es ist einfach die beste Musik. Hör mal, Mombi, Menschen mögen Geschenke, auch wenn sie nicht Geburtstag feiern. Mögen sie es doch, wenn sie Geschenke bekommen. Vertrau mir. Glaube, ich esse heute Abend Curry, es ist das richtige Wetter. Hast du den Wald schon gesehen? Zu dieser Jahreszeit ist er einfach wunderschön. Die Bäume sehen so aus, als würden sie in Flammen stehen. Brauchst du etwas? Ich habe normalerweise von 9 bis 5 Uhr geöffnet. Mal sehen, was ich für einen Herbstsong einfallen lassen kann. Ich bin oft am See, das ist mein Job. Ich muss eben dorthin, wo ich meinen Job hinführe. Hier scheint es genauso zu gehen. Hier scheint es genauso zu gehen. Hm? Wir haben Glück, dass wir das ganze Jahr über Trauben züchten können. Natürlich ist das nicht billig. Ich probiere immer neue Rezepte für die Taverne aus, komme also so oft wie möglich vorbei. Du willst doch nichts versäumen. Auf welche Monster man trifft, hängt davon ab, wie weit man in die Höhlen vordringt. Ich verbringe viel Zeit auf der Ranch und kümmere mich um die Vorräte im Laden, damit wir immer genug im Angebot haben. Und solche Sachen. Ich hatte einen wunderbaren Montag wieder. Wie war deiner so? Das Essen schmeckt hier so viel besser, findest du nicht?
Aha, schön, dich da draußen zu treffen, Partner. Was hast du vor? Ich schnapp nur etwas Frischluft. Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, wie unsere Kürbisse aussehen, wenn ich mit Archie schnitze. Es ist einfach etwas, auf das er sich jedes Jahr freut und das zur Tradition geworden ist. Heute gibt es sehr viel wildes Gemüse. Ich mag den kalten Wind. Er fühlt sich im Gesicht angenehm an, nach einem Tag vor dem heißen Schmelzofen. Ich genieße den Ausblick. Ich habe im Waldgebiet nach Zutaten gesucht und ich glaube, ich habe genug fürs Essen gesammelt. Langsam wird es kühler und ich hoffe, es wird nicht mehr viel kälter. Nicht verfügbar. Ich bin Version 1. Und Programm ist im Moment nicht verfügbar. Guten Tag, wie kann ich helfen? Unsere Poster stehen nicht zum Verkauf. Wenn du gerne eins kaufen möchtest, werde ich dein Interesse weiterleiten und wir kontaktieren dich, falls sich irgendwas ändern sollte. Sieh mal einer an, der sich hier blicken lässt. Was kann ich für dich tun? Wie wärmst du dich in kühlen Herbstnächten in deiner Hütte auf? Ah, Herbst, ist ja nicht einfach wunderschön, all die schönen Farben. Da will man am liebsten auf der Stadt raus und auf Reisen gehen. Suchst du auch nach wilden Pilzen? Ich danke Ihnen nochmal vielmals. Ich hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Warten wir. Das Festival Kotzen ist noch nicht verfügbar. Das Festival ist bereit. Diese Funktion ist noch nicht bereit. Im Herbst müssen einfach die klassischen Kakao- und Karamellnoten in ihrem Kaffee genießen. Das ist perfekt für diese Jahreszeit. Ich weiß, dass sie gut für mich sind, aber grüne Smoothies, aber ich kann sie nicht ausstehen. Welch rosige Aussichten. Es ist schwer, sich Geburtstage zu merken. Deshalb habe ich eine Liste mit den Geburtstagen meiner Freunde in meinem Zimmer. Meine Mama macht die besten Fischtacos. Das sind meine Lieblingstacos. Ja, aber vergessen, wie hübsch Coral Island im Herbst ist. All die Blätter, die zu Boden zählen, sind einfach malerisch. Danke für dieses Geschenk, mein Schatz. Gestern habe ich eine Spinne in meinem Zimmer entdeckt, aber ich habe sie einfach in Ruhe gelassen. Der Herbst ist ohnehin die gruseligste Jahreszeit. Außerdem frisst sie Käfer und andere kleine Tiere. Kinder lieben sie. Ich kaufe meine Zutaten bei Sam. Ich sammle sie auch auf der Garteninsel. Oh, richtig, richtig. Ich habe das Grundstück in der Nähe von Franks Haus gemeint. Angeln ist nicht so mein Ding. Ich kann es natürlich, wenn es sein muss. Wer bitte schön kann, kein Eier. Ich fange. Wow, offenbar passt sich meine harte Realszeit an. Ist hell, aber wohltuend. Warm, aber erfrischend. Klar, aber weich und genau wie ich selbst von der Wärme. Bis zum nächsten Mal, liebe Herbstluft.
Musik zu machen. Ja. Ins Bett gehen. Fangen. Alice, Emma, Eva.
Also das Tierfutter am ersten Tag noch voll ist. Hast du aber so viele Tierprodukte zu ernten. Jawohl.